Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Dagon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Until Dawn. Wir machen weiter mit Ashley, die in Chris verknallt ist. Mal gucken mal an. Hello. Somebody's getting a little friendly. And not in the friend zone kind of way. They might need to check the expiration date on their big breakup. Hey, whoa. Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare Jeez you. Louise, well, Matt. I did mean to scare you, sort of scare you, but not like for real scare you. Oh my gosh. Oh my gosh. Hey, well, man, I'm really sorry, Ash. Damn. It's okay. It's fine. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. Täuschen, das ist kaputt. Kaputt. Oder ermutigen, siehst dir an. Wir täuschen ihn. Yeah, it's kind of busted. It's not like really interesting. It's just what? For real? I bet I could find like a cool bear chowing down on a fox or something. Beharren? Nein, wir bleiben bei nein. No, really, Matt. It's not worth straining your eyes. I'm getting kind of a headache just from looking through it. So just no. All right. Sure. You say so. Ja, das ist ja nochmal gut gegangen. Buch lesen oder aufs Handy schauen? Wir schauen aufs Handy. Was will man denn mit Büchern heutzutage? Wozu haben wir Handys? Alter. Oh, you did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Wir laufen zur Bank. Oh, sneaky. Sing! Crap. Gotta try harder than that, hero. Where are you hiding, little chickadee? Darf ich jetzt auch schmeißen? Ja, cool. Oh, bam, Treffer. Hey! Oh, snap! Hello? Come on. Hey, Mike! Boom, shakalaka! Okay. Boom, shakalaka. Tutorial. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Ja, den Vogel werde ich jetzt bestimmt nicht abwerfen. Aber ihn schon. Wow! And then what? Oh, no more. Oh yeah. Oh more. Oh, you go down. Gotcha. Done city. So did I go down? I don't think so. I think you'd know so if I did. All right. My. So are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Mike küssen oder Schneeball? Wir küssen Mike. Wobei Schneeball wäre auch lustig gewesen, glaube ich. Wow. Save some for later, buddy. Endless reserves. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here, though. Pretty breath. I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was making out with you the whole time. Just making out? Quote, unquote. Well, I think we might freeze to death somewhere in between those quotes. Yeah.
Wer kam da denn? Ach, der Psycho-Typ wieder. Hello again. And how are we feeling? I trust that you have stayed in the company of good friends since our last session. This time, we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book, turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Okay. Gut, Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Ich würde sagen, mich machen Männer nervös. Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge machen mir Angst. Also mir machen auf jeden Fall Flugzeuge Angst. Ich fürchte mich vor Höhen, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Nee, dann eher Ertrinken. Schlangen machen mir Angst, Ratten machen mir Angst. Mehr Schlangen. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Also eigentlich Waffen, aber ich bin ja so ein kleiner Waffennarr, deswegen hätte ich mehr Angst vor einem Messer. Schlangen machen mir Angst, Kakerlaken machen mir Angst. Immer noch die Schlange. Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Also mir persönlich machen Clowns Angst, aber das hat auch was früher mit meiner Kindheit zu tun. Deswegen, da möchte ich auch jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich nehme die Clowns. Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Krähen. Nein, du hast mich nicht erschrocken. Try to speed up. The more you rely on your instinct, the more honest your answers will be and the more enlightening you will find this experience. Okay. Also gar nicht erst lange überlegen. Schlangen. Spritzen habe ich Angst vor, ja, definitiv. Clowns oder Zombies, ja, immer noch Clowns. Bleib dabei. Ich habe Angst vor Nadeln oder vor Wölfen, ja. Wölfe sind auch nicht ohne. Wir nehmen mal schnell die Wölfe. Ich habe Angst vor Wölfen, Stürme machen mir Angst. Mach die Wölfe. This is very interesting. Thank you for answering so diligent. Snakes, clowns and dogs. Some combination sounds like a good Friday night. Well, I'm afraid once again, we're out of time, but I promise we'll talk again very soon. Good. Dann bis bald, Herr Psychomann. Oh, was bisher geschah bei Until Dawn? Gut. Machen wir hier mal eine Pause. Würde ich sagen, machen wir hier mal zu Ende für diese Folge und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben rein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Folge. Until Dawn, haust rein, bleibst du geil. Yeah.